9 oder so rein und hol mir dann weiße. Du leckst bei mir sowas von, ne? Ich hab grad nur verstanden, 9 rein weiße. Voll im ganzen ja, Satz. Das ist das Wichtige. Das ist tatsächlich das Wichtige, aber. Ist schon echt komisch. Okay. Hier achte ich auch nicht auf ERS und so ein Scheiß. Wenn es da ist, mache ich es an. Wenn ich nicht. Ich hasse die Strecke. Ich finde Monaco besser. Ich weiß nicht, ob ich das im Qualifying gesagt habe oder in einem der 4 Rennen. Monaco finde ich tatsächlich besser als England. Ich finde England geil. Weil ich finde die Strecke scheiße geil. Und Monaco. Also ich fahre. Die Strecke ist okay, aber ich fahre einfach Monaco 1000-mal besser als England. Und deswegen. Gar keinen Bock drauf. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, dass wir die alte Aufnahme verwerfen. Weil ich habe, glaube ich, so viel beleidigt, nachdem ich Raikön einfach mal wieder weggekickt hat. Ja, das stimmt. Aber ich glaube echt, also Raikön hat mich, glaube ich, in Österreich auch weggekickt. Es könnte durchaus auch Vettel gewesen sein, aber auch Raikön. Ja, nach dem Rennen muss ich mal in die Aufnahme gucken. Ja, müssen wir echt mal machen. Also es kann echt auch Raikön gewesen sein, wenn's der war, na. Junge. Hätte er mich jetzt nochmal weggekommen. Hätte er mich jetzt nochmal weggerammt, das wäre echt dumm. Zum Glück hat er es nicht, weil wir neu gestartet haben. Ui. Oh shit, ich muss mich gerade am Stuhl kratzen. Ich habe eine Meldung bekommen. Zum Glück ist das Spiel nicht abgestürzt, hätte auch passieren können. Genau, die Meldung bleibt einfach eingeblendet. Danke. Ja, rechts unten steht gerade Probleme mit Microsoft-Konto. Es geht einfach nicht weg. Fick dich. Also ich sehe jetzt nicht mehr, was ich so einstelle. Ich sehe meine... Ah, jetzt ist es weg. Ja, geil. Ich wollte schon meckern, dass ich meine Prozente nicht mehr sehe von der ERS und so. Aber es hat sich jetzt doch wieder geschlichen. Ey, du fährst so gut, ne? Also ich gewinne ja auch ganz, ganz bisschen Abstand zu Bottas. Aber du gewinnst das Doppelte. Was ist los mit dir, ey? Naja, ich fahre gerade ganz normal auf ERS Mittel, Standardgemisch. Junge. Ich fahre halt hier so meine Runden kurz vor dem Boxenstopp. Also Runde 9 gehe ich rein. Fährst ja fast einen Boxenstopp raus, Alter. Nicht gegen dich. Ja, gegen mich nicht, aber. Ich bin ja auch krass. Dann habe ich denn zu Bottas? 20. Oder wie viel hast du zu Bottas? Ich habe 12. Ah, ich habe 20 Sekunden. Ja, sag ich ja. Ich habe 12 und du hast 8 zu mir. Krass. Um einige Sekunden, sagt er, vergrößere ich das Polster nach hinten. Und du bist halt nochmal das Doppelte besser fast als ich. Also wenn wir das jetzt nicht gut zu Ende fahren, ne? Meine, ich fahre gerade auf Fett und ERS auf Überholen. Aber... Ja. Junge, dein Lenkrad geht richtig ab. Ja, Mann. Das hört man hier noch stärker als bei... Lila Sektor auf Standard und Mittel. Also bis nachher ist der TES dann wieder hoffentlich perfekt. Dann können wir weitermachen. Ganz gepflegt, wir müssen FIFA zocken, ob wir aufnehmen oder nicht, keine Ahnung, aber auf ein Ründchen FIFA hätte ich Bock. Ja, ich auch. Gegen dich. Morgen FIFA sowieso? Morgen FIFA sowieso, ja. Müssen wir noch ausmachen, wann. Aber... Ich gehe Ende dieser Runde an die Box. Jupp. Was bist du bitte für eine Zeit gefahren, Alter? Ich fahr voll gut. Ich hol ja, was bist du für eine Zeit gefahren? Ich fahr voll gut und ich hol dich nicht ein. Also die beste Runde. 1,34,3. Ja, okay. Ich dachte schon, ich wäre ultra schlecht. Ich bin 1,34,4. Ich fahr eigentlich voll gut. Aber ich hol dich nicht ein. Das hat mich gerade ultra gewundert. Gelben Reifen.
gerade schon wieder in den lila Sektor gefahren, aber... Wechselst du auf weiß? Habe, oh shit, also ich muss auf jeden Fall... Vorne links hat 59%, also ich muss auf jeden Fall diese Runde in die Box. Wechselst du auf weiß? Ich weiß, ja. Okay, ich habe hinten links ist bei mir am schlimmsten, da ist 40. Also du verbrauchst schon immer ordentlich. Yep. Aber du fährst ja gerade auch echt krass. Okay, hier kann man auf jeden Fall riskanter reinfahren. Leute, die Strecke, wie gesagt, nicht Training gefahren, nicht richtig, keine Ahnung, ich bin die echt selten gefahren. Oh, ich bin ein bisschen Training jetzt gefahren, ne? Ja, du schon. So, Boxenstopp. Deswegen kann es auch sein, dass ich halt jetzt eben immer besser werde. Zum Ende hin. So, ich mach hier. Sorry übrigens, wenn ich dich manchmal beim Sprechen unterbreche, weil wie gesagt, manchmal hört man dich einfach nicht bei mir. Naja, kein Ding. Also angeblich werde ich Dritter nach der Box. Das wird auch. Oh, das wird richtig knapp. Holy shit. Irgendein Ferrari, also ich werde mich eventuell zwischen Boxenstopp. Mercedes und einem Ferrari. Boxenstopp! Boxenstopp, Mann! Zustand des Autos. Fick mein Leben, ich raste aus. Holy Mann. Shit, war das knapp. Ich bin genau zwischen Bottas und Raikön. Das ist crazy. Wer ist vorne? Bottas ist vorne und hinter mir ist Raikön. Sehe ich, und ich bin zwei. Das ist. Aber wir sind richtig nah beieinander, alle. Ich habe Raikön, glaube ich, dadurch, dass ich aus der Box gekommen bin, ein bisschen abgebremst. Ansonsten wäre der dichter an Bottas dran. Also sorry Leute, wenn ich vielleicht ein bisschen ausraste gerade, aber ich bin leicht gereizt. Fahr jetzt eine Runde die weißen Reifen Boxenstopp. Ein und dann fett und dann geht's los. Ey, der ist doch so dumm, ne? Boxenstopp! Hilfe, Raikön hat mich gerammt! Ah, man kennt ihn. Alter, ist der behindert! Man kennt ihn. Ich möchte dazu nichts weiteres sagen. Zum Glück habe ich abgebremst. Stop. Jetzt hat er es gecheckt. Ah, cool. Hat nicht lang gedauert. Uff. Oh, Herzinfarkt, okay. Jetzt kann ich hier ein bisschen hochstellen. Aber nicht zu krass, sonst verstelle ich mir da alles. Also ein bisschen lauter sollte ich jetzt sagen. Ah ja, so ist gut. So, Synchro für die Kamera, die ich neu gestartet habe. Die Box dauert ultra lang. Aber ich bin schon wieder am rausfahren. Dauert noch natürlich, ich werde auf jeden Fall hinter Ferrari sein. Aber siehst du, Raikön, Alter, der kleine Drecksack, ne? Das ist so ein Arschloch einfach. So. Was? Ich habe gerade meine Reifen warm gefahren, ja, sozusagen. Wieso? Alter, ich hätte gerade beinahe Bottas überholt. Ja, das dreht aus. Ich wäre Erster gewesen. Also es ist schon lächerlich, Leute, verzeiht uns bitte, dass wir ein bisschen angepisst sind. Oh, wir sind gereizt. Aber es ist schon echt, wenn man viermal Großbritannien fährt und es einfach immer Scheiße passiert. Und geht schon wieder los. Ich darf nicht drüber. Ah, jetzt geht's. Durchfahrtsstrafe! Alter! Nicht dein Ernst! Okay, jetzt muss ich richtig reinhasseln. Jetzt ist richtig hart angesagt. Das war doch, ich war. Das war richtig knapp. Oh Mann, ey. Das, aber ich hab's schon mal gemacht. Also, auch gehabt, meine ich. Aber gemacht, Alter. Ne, hab ich auch schon mal gehabt. Ich hab auch echt gerade aufgepasst, dass ich's nicht nochmal mach. Innerhalb von 3 Runden. Oh Mann. Gelbe Flagge. Warum? Bin ich zu langsam gefahren oder was? Oh, ich komm wieder über 280. Junge, jetzt fahre ich wieder über 280. Ist ja heftig. Okay, beide sind an der Box. Ich hab richtig Bock jetzt gerade, ey. Ohne. Auf was denn? Auf Boxen, Alter! Oder was? Also nichts dagegen, dass du jetzt wahrscheinlich Erster wirst oder so. Aber
Alter, ich kämpfe hier seit 2 Stunden auf dieser Scheiße. Ist halt echt so. Strecke, um Erster zu werden. Und jetzt wird mir der erste Platz genommen. Durch so eine Scheiße. Nee, der wird ja nicht genommen. Ah, Jungs. Das ist echt Gletscherleid. Du bist 10 bis 11 Sekunden hinter mir. Ja. Ich mache jetzt meine Durchfahrtsstrafe Ende dieser Runde. Ja, ich werde dich locker überholen. Locker. Naja, die Box dauert ultra lange. Aber wir wechseln ja nicht nochmal, ne? Ja, du musst richtig reinhasen. Du hast sowas von verloren. Hoffentlich kriegst du nur die anderen halt. Haben. Zweiter wäre ja super. Ja, Zweiter, da machen wir ja gar keinen Kopf drum. Ich finde es nur ärgerlich, dass ich meinen ersten Platz dadurch verloren habe. Ja, aber es ist ja immerhin am Red Bull. Also es bleibt ja beim Red Bull. Das muss man positiv sehen. Ist da ärgerlich, ja, aber ja, ja. Will auch ins kommen, dann das bringt mir auch für die Fahrer-WM total viel. Ja, mir ja auch. Ich weiß, aber ich will auch Platz 1 für die WM ja gewinnen. Ja, du bist ja gar nicht gerade reingefahren. Bist gerade nicht reingefahren, ja. What the fuck. Jetzt muss ich aber. Ja. Junge, als ob du so gut fährst, Junge. What the fuck machst du? Ich bin gerade 1:33,7 gefahren. Ist doch nur eine halbe Sekunde schlechter. Ja, aber das ist doch voll gut, 1:33,7. Also ich finde 1:33,7 ist eine der besten Leistungen für mich zumindest auf Großbritannien. Also hätte ich niemals gedacht, dass ich solche Runden fahre. Und du bist einfach schneller. Du hackst. Also muss ich dir echt lassen. Respekt. Richtig Respekt, dass du diese Strecke so gut fährst. Krank. Ja, und trotzdem nicht gewinne. Ja, hat ja noch keiner gesagt. Habe ich gesagt. Ja, weiß man ja nicht. Aber es ist schon extrem, extrem. Also ich bin sehr, sehr stark davon ausgegangen. Oh, ich habe richtig Minusbenzin, ups. Also ich bin richtig stark davon ausgegangen, dass ich zwar okay fahre, aber du deutlich besser wirst und die Bot auch besser fahren als ich. Und ich fahre richtig gut eigentlich. Also für meine Verhältnisse ist die Zeit echt cool. Langsam mal. Was? Fahr mal ein bisschen langsamer. Achso, ja, mach ich schon. Wenn du Zweiter bist, kann ich dich gerne vorlassen. Wenn du drauf bestehst. Guck dir den Abstand an, ich werde auf jeden Fall nach der Durchfahrt Zweiter, aber. Wow. Die Box ist halt auch nicht gerade kurz. Und man darf nur, Alter, 60 fahren. 29 Sekunden, 30, 31, 32, 33. Man darf nur 60 fahren, das ist so mies. Dauert das. Nur eine Durchfahrt, Alter. Aber guck mal, du bist nicht weit hinter mir. Also klar, ein bisschen schon, aber du fährst ja richtig krass. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller. Definitiv. Wir haben 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden sind trotzdem. Ja, 10 Runden, 10 Sekunden ist vor mir. Man muss dann ja auch noch überholen. Ja, als ob ich dich nicht einfach vorbeilasse, Alter. Als ob ich jetzt Beef mit dir anfangen würde. Du hast es ja verdient, ganz ehrlich. Also ich fahre natürlich gerne als Erster durch, wenn du nicht rankommst. Aber wenn du rankommst, kann ich dich auch gerne vorbeilassen. Zweiter ist für mich genauso gut. Und das muss man dir einfach lassen, dass du auf dieser Strecke wahnsinnig, wahnsinnig gut fährst. Leute, drückt mir die Daumen, ich kämpfe. Mein Kamera-Akku schwächt. Ey, wenn er ausgeht, na Mann, ey, er geht aus, aber ist so nervig. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn wechseln soll, da waren noch 3 Balken, ja. Fangen wir an, es sind nur noch 2, jetzt ist nur noch 1 Balken. What the fuck? Wow, da hätte ich mich fast rausgedreht. Ich hatte richtig Angst. Wollen wir natürlich nicht. Ich hatte richtig Angst, weil da wäre auch die Bande nah gewesen. Bin da über diesen roten Huppel und der zieht dich natürlich ultra nach innen, wenn du da richtig blöd Gas gibst. Habe ich zum Glück noch unter Kontrolle gebracht. Also du solltest mich auf jeden Fall einholen. Ziemlich sicher.
kann zwar auch kein Fett mehr fahren und so. Wir gewinnen pro Runde wirklich eine Sekunde auf jeden Fall. Und wir haben ja noch 11 Runden, 12. Also. Nee. Bei mir steht, du hast 23. Hä? Bist du disconnected wieder? Nein. Bei mir stand gerade, du hast 23.000 Sekunden oder so Abstand. 23 Minuten meine ich, nicht 23 Sekunden. Nein, ohne Spaß. Jetzt, das war die Minutenanzeige. Ich konnte es gar nicht definieren, was für eine Anzeige es war. Ja, da standen so viele Zahlen. Nein, das ist nicht korrekt. Das stand ohne Scheiß plus 23. 9999999999999. Ich bin 8 Sekunden von dir entfernt. Ja, jetzt hat es mir auch angezeigt, aber ohne Spaß. Kannst du gerne in meinem Video angucken. What the fuck, Alter, was ist das für ein verbuggtes Dreckspiel, Alter? Es ist unglaublich. Also offensichtlich hole ich wirklich ja, eine Sekunde. Ist, Alter, das ist so. Okay, ja, auf jeden Fall. 6,8. Habe ich ja gesagt, du fährst richtig krass. Und du hast noch 10 Runden für 6 Sekunden. Also das ist machbar und ich lasse dich dann vorbei. Wie gesagt, du hast es ja auch verdient. Wenn ich Zweiter bin, bin ich mega zufrieden. Also für Großbritannien kann ich mir einen Platz 6 vorstellen. Also mit Platz 2. Hast ja auch genug Versuche bekommen. Ja, eben. Das stimmt. Also das ist echt mein Glück. Sonst wäre ich, glaube ich, zweimal oder dreimal wäre ich jetzt einfach raus gewesen. Wie in Österreich auch. Das war halt ärgerlich. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, wie mich da Raikön weggerammt hat. Meine Reif abgefahren hat. Das war auch, ich konnte absolut gar nichts dafür. Das war absolut lächerlich. Und dass er auch einfach problemlos weiterfährt. Das ist komplett dumm. Aber naja. Also guck mal, hä? Bei mir steht, Bottas hat jetzt 25 Minuten, Alter. Also Bottas hat zu mir paar 20. Vielleicht stürze ich gleich ab, Alter. What the fuck? Ja, 25 und er zeigt mir an 25 Minuten anstatt Sekunden. 5,8. Ich komme. Naja, kein Problem. Ich ramm dich weg. Stell mal vor, ich ramm dich jetzt aus Versehen echt weg, Alter. Dann denken alles war geplant. Ich fahr nur noch auf Standard. Denken alles war geplant. Ich fahr die ganze Zeit auf Standard. Ich hab. Auch kein ERS mehr jetzt. Ich hatte vorhin vollen Minus. Jetzt habe ich auf Standard gestellt. Jetzt habe ich wieder Plus, ganz leicht. Komm mal. Alter. 1,32. Ach, du bist echt eine Sekunde schneller. Was ist los? Und vor allem, ich fahr ja keine Bestzeiten gerade. Wenn ich meine Bestzeiten fahren würde, wäre es eine Sekunde schneller. Ich hab dich gerade gesehen. Ich weiß. Ich dich auch. Na? Lust zu spielen? Aber das ist gut. Wir kommen auf jeden Fall. Wir sind 30 Sekunden jetzt vom Bottas ungefähr weg. Nicht ganz, aber. Willst du noch ein Boxenstoppfenster, also noch einen Boxenstopp machen? Ja, warum nicht? Ja, nee, aber wenn was passieren sollte, dass man sich mal dreht, weiß man, man hat genug Abstand. Sogar eventuell für einen Boxenstopp. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock hätte, jetzt noch einen zu machen. Nee, ich auch nicht. Nicht bei der Box. Die ist echt die ist hässlich. 60 und so lang, ey. Das ist unglaublich. Die Kurven habe ich gerade super genommen. Also die Strecke finde ich richtig geil. Macht auch verdammt viel Spaß zu fahren. Aber die Box ist kacke. Also die Einfahrt und Ausfahrt können auch. Nicht, aber die Länge. Ja, die Länge. Und die Geschwindigkeit eben, wie gesagt. In so langen Boxen kann man ja meistens auch schneller fahren. Hier anscheinend nicht. Raikön ist natürlich auch kacke, das darf man nicht vergessen. Das stimmt, ja. Also ich fahre 1,35er. Hat er mich auch schon gefahren. Ich fahre 1,35er Runden. 1,35, 1. Hier kommen über runter, ne? Hier ist irgendein Spacken vor mir. Verpiss dich! Mann, die Kamera geht gleich aus und wir haben noch 8 Runden. So ein Bullshit. Ich
weiß. Der Rotkin ist schon wieder hier, ey, der ist so scheiße. Okay, immerhin meine Reifen halten durch. Das habe ich gerade schon mal nachgeguckt, nur mal sicherheitshalber. Oh, meine auch, locker. Bin bei 15. Bei letztes F1 war ich ja quasi dauerhaft auf den Reifen drauf, um zu gucken, was da abgeht. Ja. Und jetzt bin ich einfach wegen dem ERS dauerhaft auf dem Fenster. Ja, das habe ich mir auf Hotkeys gelegt, das ist richtig geil. Ma, jetzt ist hier so Rotkin, Alter. Der will mich doch komplett verarschen, auch noch in dieser Links-Rechts-Kombination. Mann! Ja, halt ihn auf! Ja, was ist denn mit dir? Jo! Es leckt! Fuck it! Solange er dich nicht wegrammt. Ich hatte gerade echt Angst, weil es hat geleckt und ich habe nicht mehr gewusst, was mir geschieht. Oh, ich sehe euch der Beine. Hi, ihr Bobos. Ich habe nicht mehr gewusst, was mir geschieht. Leute. Jetzt wird's spannend. Ja, spannend, geh. Ja, hör, feier auf. Gib's nur wenn Gas, dann lass ich dich vorbei. Das Rennen ist zu Ende. Wir sind erster, zweiter, nächster Doppelsieg. Doch erfolgreich geworden nach ungefähr 5 Versuchen. Ich hab schon rumgeweint, dass ich 2 Rennen hintereinander rausflieg. Kann natürlich immer noch passieren, aber ich hab auf jeden Fall eine neue Chance bekommen. Bitte nicht. Und bisher nutze ich sie eigentlich ganz gut, die neue Chance. Ah, oh, schade, er hat dich nicht aufgehalten. Nee, ich machte nur Spaß. Scheiß Durchfahrtsstrafe regt mich immer noch voll auf. Ja, du bist doch trotzdem erst. Also generell, das Safety Car hat mich ja schon aufgeregt. Ja, ich verstehe nicht warum. Was ist denn überhaupt passiert? Keine Ahnung. Was war denn überhaupt? Kein Plan. Also auf der Strecke kann ich gegen dich bei dir nicht mithalten, muss ich echt sagen. Es gibt Strecken wie Monaco, die fahre ich echt besser als du, glaube ich. Also Monaco bist ja noch nie ans Ziel gekommen. Und ich schon zweimal, also Monaco liegt mir, warum auch immer. Aber hier, da kann ich null mit dir mithalten. Also mit dir mithalten, ja, aber ich bin auf jeden Fall, bist du deutlich besser. 2,3 ist es halt wirklich jede Runde ungefähr eine Sekunde. Da kommen über Runde. Das ist Leclerc, glaube ich. Oder Eriksen oder so. Ha. Oh, nochmal eine bessere Zeit gefahren. Hui. Sag, wenn du nahe genug dran bist, um vorbeizufahren. Ich gebe dir Bescheid. Ah, die Kurve habe ich nicht so gut. Oh, da hat's gerade geleckt. Ja, die Kurve habe ich auch nicht so gut genommen. Nicht wegen den Lags, weil bei mir hat's nicht geleckt, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht gut genommen. Na, ja, da hast du durch den Lag auch wieder Abstand gewonnen. Eriksen ist es. Der hier vor uns ist. Hält er dich jetzt wieder in dieser Kurvenkombination auf? Ja. Sehr gut, Eriksen. Wie er voll gegen seinen eigenen Teamkameraden ist. Ja, die Kamera ist aus. Leute, macht nichts. Wir fahren jetzt 6 Runden noch ohne Kamera. Also ich schalte jetzt nicht um. Er hat mich aber nicht aufgehalten. Er war schnell genug. Das geleckt. Das hat jetzt aber gerade geleckt. Ja, bei mir auch. Es war anscheinend ein allgemeiner Lag bei beiden. Da ist direkt der nächste. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nicht abgecheckt. Bin auf jeden Fall hinter ihm. 1,9 Sekunden. Ja, wir haben noch ein paar Runden. Das schaffst du. Stroll. Ah, wer hätte es erwartet? ich nicht. Ja, halt mich komplett auf. Was machst du? Der Junge hat mich so ausgebremst auf der Ideallinie. Kenne überhaupt nichts. Vorne, Alter, sind da vorne viele. Alter. Da haben wir jetzt bestimmt Spaß. Als ob du immer noch nicht nah genug dran bist. Jetzt bin ich ziemlich nah dran. Also nach den
Doppelkurven könnte es sein, dass okay, ich dann machen wir da, machen wir da nach den Doppelkurven weiter geraden. Probier es nicht vorher, sonst machen wir Scheiße, dann machen wir es da. Okay. Da findet es statt. Ja. Alter, okay, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich komplett hinter dir. Oh shit. Ja, pass mal ein bisschen auf. Da habe ich mich verbremst, deswegen. Ah, komm. Scheiße. Ah, du bist. Nee, ah, ich fuck. Bin. Ich. Ja. Musste bremsen und. Ja, aber da ist halt scheiße zu überholen, da kann wirklich was passieren. Ja, ich weiß, aber ich war so schnell, ich bin da immer. Fahr doch langsamer! Deswegen holst du wahrscheinlich auch immer eine Sekunde auf. Weil so scheiße fahre ich ja gar nicht. Komm schon. 1,6 Sekunden. Habe ich zum Glück gut gefangen, aber. Das stimmt. Vielleicht erst nochmal in den Doppelkurven gleich. Nochmal da, bist du irre? Zieh vorbei. Was machst du? Nee! Pass ich auf. Oh. Nein! Was hast du Nein! Oh mein. Ey! Mein Blick war so geschockt gerade, ne? Das ist gerade nicht passiert. Oh nein! War ich schuld? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ich schuld war, aber irgendwie ja doch, weil. Oh mein Gott. Fuck! Also ich. Du hast irgendwie gesagt, lass mich vorbei. In dem Moment war ich irgendwie, bin ich auch so ein bisschen ins Schlingern geraten und du warst aber immer noch neben der Strecke und ich habe dann beschleunigt. Und ich bin dann aber. Ich glaube, ich war mit dem rechten Reifen, wo ich dich mit, also ich habe, wir haben, also mein Vorderreifen, mein rechter Vorderreifen hat, glaube ich, deinen linken Vorderreifen hinten berührt. Mm, ja. Hat er. Und ich bin, glaube ich, halt einfach, ja, selber von der Strecke auch raus in dich rein, quasi mehr oder weniger. Ja, so hatte ich es jetzt auch gesehen, aber ich weiß es eben nicht. Ich will mich da jetzt nicht rausreden. Oh mein Gott. Ich hatte den Willen, dass ich dich vorbeilasse. Weil ich hätte es dir ja so gegönnt. Starten wir nochmal neu. Okay, Leute, meine Folge ist vorbei. Ciao. Ja, du kannst. Willst du schon beenden? Weil. Weiß ich nicht. Wir haben noch 3 Runden. Aber ihr könnt auf jeden Fall den letzten Rest bei Mike sehen. Das geht auf jeden Fall. Ja, vielleicht fliege ich jetzt auch noch raus. Oh mein Gott, ey. Oh, was habe ich getan? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich der Schuldige bin, aber ich glaube auch irgendwie die Sicht, dass du halt rausgerutscht bist. Weil ich glaube, ich stand nicht auf der Strecke. Ich weiß es jetzt nicht 100%. Nein, du standst nicht auf der Strecke. Ich meine, wärst du nicht da gewesen, wäre ich halt einfach normal nur rausgerutscht. War ja. Halt echt unglücklich, dass ich halt einen Fehler. Ich habe halt einen Fehler gemacht und es war halt doof, dass du da standest. Ich habe auch eine 5 Sekunden Stop and Go deswegen bekommen. Aber ist ja scheißegal, ich habe ja glaube ich 30 Sekunden Abstand zu Bottas. Oh mein Gott. Oh. Großbritannien sollte einfach nicht sein. Nee, entweder für mich nicht oder für die. Also erster Platz abgebrochen in der 22. Jetzt hier in der 22. rausgeflogen. Alter! Pass auf, jetzt gibt's gleich noch ein Disconnect. Ich weiß nicht, Mann. Also ich habe meine Chance genutzt, weil ich habe jetzt nochmal eine Chance bekommen, aber ich habe irgendwie sollte es nicht sein, dass wir beide gewinnen. Entweder ich oder du. Und jetzt bin's halt irgendwie ich. Fuck, echt. So gut gefahren. Ja, bist du auch. Na, ich kann dazu nichts sagen. Boah, ich fühle gerade so schuld, Alter. Das ist unglaublich. Das ist.
Das ist wie in diesem einen Film. Dieser, wie heißt der nochmal? Final Destination, kennst du den? Kennst du die Filme? Hallo? Bist du noch da? Ich bin da. Hast du gehört? Oder habe ich gelegt? Ja, aber ich habe die Filme nicht geguckt. Ja. Weil da war es irgendwie auch so, also die sind halt irgendwie alle gestorben bei so einem Unfall und dadurch, dass das war so eine Rückblende quasi, dass sie dann doch nicht gestorben sind, weil der eine so eine Rückblende hatte und die mussten halt quasi andere Leute töten, damit sie weiterleben. Und irgendwie so das Gefühl habe ich gerade auch. Also ich, irgendwie sollten wir nicht beide gewinnen, entweder du oder ich. Jetzt habe ich dich quasi gekillt, unabsichtlich, unglücklich, sodass ich irgendwie weiterfahre. Habe irgendwie das Gefühl, wenn du weitergefahren wärst, wäre ich raus. Hier steht in den Kommentaren bei mir unter einem The Journey Video, kannst du The Journey mit Story machen? What the fuck? Ich glaub, der hat das Spiel nicht ganz so gerafft. Nee, irgendwie. Manche haben es halt einfach drauf. Oh mein Gott! Alter, willst du mich umbringen oder was? Hattest du eigentlich von deinen tollen Versuchen, hattest du da Fotos gemacht? Ja, hatte ich. Okay, gut. Kannst du mir ja schicken. Muss mich später nochmal erinnern. Vergesse ich sonst wieder. Man kennt mich. Oh mein Gott, ey. Ich fühle mich gerade gar nicht gut dabei, was ich hier tue. Ich würde am liebsten einfach in die Wand fahren. Ohne Witz, ey. Warum musste das passieren? Das war echt. Wieso? Das war auch so ein Unfall. So, warum ist mir jetzt hier gerade dabei der Reifen abgefallen? Ja. Frontflügel, okay. Ja, ist halt dumm gelaufen. Dann ist er halt. Meinetwegen ist er sogar ganz rot auf der Seite, aber. Komplett raus, das ist schon echt. Dass ich da rausfliege. Das ist echt. Also. Ist wieder leckt. Nee, also. Ganz strange. Also, wie du gesagt hast, das sollte einfach nicht sein. Großbritannien wollte uns am heutigen Tage nicht lassen. Wir haben es mehrere Male versucht. Und irgendwie hat es nie perfekt geklappt. Das ist aber irgendwie auch so Red Bull typisch. Danke Hartley fürs Platz machen. Dass sie so absolut Hartley ist raus. What the fuck? Du hast gerade noch über Hartley gesprochen, jetzt ist er den Ort drin. Ja, ich habe ihn gerade überholt. Du hast ihn getötet. Ja, Mann, ich töte gerade alle. Ich will das doch gar nicht. Mann, ich hätte einfach weiterfahren sollen. Das ist gerade so Brainfuck einfach. Ah, Leute. Ihr müsst mich in den Kommentaren jetzt trösten. Alle, die noch zuschauen. Einfach mal Hashtag macht nichts oder so in die Kommentare. Oder denkt euch was Eigenes aus. Ich habe keine Ahnung. Karierte Flagge. 5 Sekunden Stop and Go. Ja. Ich habe gewonnen, mein dritter Sieg, naja. Aber ich bin mit dem Sieg nicht zufrieden. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich irgendwie abrutsche oder so in der Rangliste. Bin mit dem Sieg nicht zufrieden. Boah, das ist auch, du hast jetzt glaube ich mehr Siege. Ja, ich habe 3, du hast 2. Das ist so unfair. Ich hätte, also, wie gesagt, ich hätte ihn dir gelassen. Dass ich Österreich nicht gewonnen habe, dass ich das hier nicht gewonnen habe. Es war mein Wille, wie gesagt, ich wollte dich vorbeilassen. Und es war ja ganz im Guten gemeint, nur nochmal wieder aufgegriffen. Scheiße, dass das so gelaufen ist. Vettel hat dich überholt. Aber nur ganz knapp. Stimmt, ja. Wir sind jetzt hintereinander. Direkt hintereinander. Vierter und Fünfter. Auch nur mit 9 Punkten Abstand. 8 Punkte habe ich zu Ferrari.
23 habe ich insgesamt auf Platz 1. Konstrukteur. Alter. Bottas, Raikön. Alter, Hamilton wieder nur 6. Was ist mit, was ist das für ein Lappen? Naja, okay. Die letzten Minuten ohne Kamera, die letzten Minuten. Ja, ich weiß nicht, also ich bin echt traurig darüber, weil es echt. Naja, nach 5 Versuchen so eine Scheiße bei rumkommt. Naja. Aber gut, machst du nix. Großbritannien wollte es einfach nicht. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und hau rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.